Schreibst du gerade ein Drehbuch? Dann bleib dran. Ich zeige dir, wie du deine Idee weiterentwickelst. In diesem Schreibtagebuch zu Black Forest Witch zeige ich dir, wie man eine Idee weiterentwickelt. Wir haben eine Logline aufgeschrieben, wir haben Brainstorming betrieben und wir haben schon Bücher zur Recherche herangezogen. Jetzt wollen wir uns die Idee genauer anschauen, gucken, was steckt da genau drin, um eine Geschichte zu bauen. Also schauen wir uns nochmal die Logline an. Ich habe das Ganze auf Englisch gemacht, aber mit euch gehe ich das jetzt auf Deutsch durch. Also ich habe die Logline übersetzt. Ein 16 Jahre altes Mädchen beschwört die dunklen Mächte, um sich an ihrer Dorfgemeinschaft zu rächen, weil sie sie fälschlicherweise des Ehebruchs bezichtigt und ausgestoßen haben. Die Geschichte eines unschuldigen Mädchens, das sich in die böse Hexe aus den Märchen verwandelt. So, der erste Punkt, den wir wissen müssen, ist, wer ist denn eigentlich der Gegner, den unser Held oder unsere Heldin hier bekämpft? Und ganz klar ist es in dieser Logline nicht, denn hier steht Dorfgemeinschaft. Also wir haben zwar was drin, was schon mal gut ist, aber Dorfgemeinschaft, das steht ja für ein System. Das ist schon mal ein Anzeichen für Drama. Über die Genres werden wir gleich noch sprechen. Wer ist denn die Dorfgemeinschaft? Wer ist da gemeint? Ich habe mir hier vorgestellt, dass die beiden Stiefschwestern die Hauptgegner von ihr sind. Also zwei klare Figuren. Und worüber kämpfen die jetzt? Also was ist das Thema? Worum geht es hier eigentlich? Was ist der Kern der Geschichte? Und zwar kämpfen sie, so wie es hier scheint, um die Macht im Dorf. Wer ist hier derjenige, der das Sagen hat? Sie ist am Anfang Teil der Gemeinschaft und dann wird sie aber ausgestoßen, weil ihre Stiefschwestern sie des Ehebruchs bezichtigen, damit sie weg ist. Also Power Struggle sozusagen auf Englisch. Was ist die Haupthandlung, die die Heldin hier vollzieht in der Geschichte? Sie beschwört die dunklen Mächte, um Rache zu nehmen. Das sind eigentlich zwei Dinge, die miteinander kombiniert werden. Dann die Figurenentwicklung. Was passiert hier? Ich habe ja gesagt, dass die Figurenentwicklung das ist, weswegen ich die Geschichte eigentlich erzählen möchte. Wie wird ein unschuldiges Mädchen zur bösen Hexe? Fangen wir am besten von hinten an, also vom Ende her. Sie wird eine Hexe sein am Ende. Eine böse Hexe. Was ist eine Hexe? Eine Hexe ist ein Monster, aber ein Monster, das immer noch menschliche Züge trägt. Und deswegen gruseln wir uns auch so sehr vor Hexen, weil wir immer noch menschliche Dinge mit ihnen assoziieren. Man kann natürlich jetzt sagen, das ist mit allen Monstern so, aber ich würde behaupten, dass es mit Hexen insbesondere so ist. Und dann haben wir am Anfang das unschuldige Mädchen. Jetzt ist es natürlich so, unschuldige Mädchen, die sind eigentlich erstmal langweilig. Was für einen Fehler hat denn diese junge Frau? Ihr Fehler könnte zum Beispiel sein, dass sie hat zwar sehr, sehr gute Fähigkeiten, sie kennt sich gut aus, sie ist eine gute Bäuerin, ist vielleicht auch eine gute Magd, aber durch ihre besondere Stellung im Dorf hat sie auch eine gewisse Arroganz, hat einen gewissen Hochmut gegenüber ihren Stiefschwestern, die sie genau aus diesem Grund nicht leiden können. Und das könnte ihre Schwäche sein, die sie dann ihr ganzes Leben, die ganze Geschichte über begleitet. Dann sind wir auch schon bei der Moral. Was tut denn die Heldin falsch? Und hier habe ich mir gedacht, dass es ähnlich wie bei Breaking Bad ist. Sie wird von Folge zu Folge in ein immer schlimmeres moralisches Dilemma reingezogen und begeht immer mehr Fehler, was sie immer weiter auf die dunkle Seite zieht und am Schluss dann den Verstand kostet. Ja, wir haben die Entscheidung, die sie am Ende trifft. Da habe ich schon in der Brainstorming-Session erzählt, dass ich diesen Moment in Heat so sehr mag, wo der Robert De Niro, wo seine Figur hinter dem Bösewicht hergeht, um ihn umzubringen, und das bringt ihn letzten Endes zu Fall. Und hier habe ich mir es ähnlich vorgestellt, dass sie zwar die Chance hätte, ein gutes Leben zu führen, ihr menschliches Leben zurückzugewinnen, wieder Glück zu finden und Freude im Leben. Und dann hat sie aber noch eine letzte Chance, ihre Rache zu bekommen. Kommen wir zu den Genres der Geschichte. Ich habe ja ganz am Anfang gesagt, es ist eine Fantasy-Serie, aber was für Genres stecken denn wirklich hinter dieser Idee? Dafür müssen wir uns ein paar Punkte in der Logline anschauen. Wir schauen uns zuerst an, was ist denn die Rolle der Hauptfigur?
Okay, wir haben ein 16 Jahre altes Mädchen. Sie will sich rächen. Sie beschwört die dunklen Mächte. Und sie ist die Ausgestoßene und wird zur bösen Hexe. Das sind ja sehr viele Rollen. Also einmal haben wir ein Opfer. Sie ist in der Opferrolle, ja? Sie wird ausgestoßen von ihren Stiefschwestern. Sie wird zur Rächerin. Sie wird zur Zauberin. Und sie wird zum Monster. Das bedeutet, wir haben einmal Opfer und Monster, das ist beides Horror. Wir haben eine Rächerin, das ist Action. Und die Zauberin, das könnte man mit gutem Willen als Fantasy-Figur bezeichnen, ja? Also diese Genres stecken da schon mal drin. Dann gucken wir uns an, was ist denn das Ziel der Hauptfigur? Okay, ihr Ziel ist es, die dunklen Mächte zu beschwören, um sich zu rächen. Also einmal Fantasy und einmal Action. Wir gucken uns die Rolle der Gegner an. Die Gegner sind die Dorfgemeinschaft, das ist Drama, das sind die Stiefschwestern, das ist Familiendrama, wenn man es genau nimmt. Und wir haben Verbrecher, weil es wird ja ein Verbrechen ja angetan, sie auszustoßen, fälschlicherweise. Also haben wir auch eine Verbrechensgeschichte, eine Crime Story. Ja, das sind die Genres, die da drin stecken. Und dann haben wir noch, was auch sehr wichtig ist, die Schlüsselfrage, die von der Geschichte aufgeworfen wird. Da sehe ich zum einen die Frage nach, was ist ein Verbrechen? Darf man sich rächen, wenn man ungerecht behandelt wurde? Darf man Selbstjustiz üben? Wir haben die Frage, was ist menschlich, was ist unmenschlich? Das ist dann wieder Horror. Und wir haben auch die Frage nach, bleibe ich jetzt und kämpfe für mein Recht oder haue ich ab? Und das ist dann wiederum Action. Ja, diese Genres sehe ich da drin. Wie die jetzt zusammenhängen, was das Hauptgenre von dem Ganzen ist und was nicht, das werden wir in einem weiteren Video dann besprechen, wenn es um den Plot der Geschichte geht. Das wird auch nochmal mit den Figuren zu tun haben, aber hauptsächlich hat es auch mit dem Plot zu tun. Gut, dann kommen wir zu den Herausforderungen dieser Geschichte. Mich fordert vor allem heraus, hier eine Welt aufzubauen, die authentisch ist und die nicht allzu sehr mittelalterlich geprägt ist. Denn mir ist immer wieder aufgefallen bei der Recherche, meine Ideen sind alle sehr stark vom Mittelalter durchtränkt irgendwie, ne? Also fängt es schon damit an, es gab ja keine Bücher zur damaligen Zeit. In der Antike, da gab es Schriftrollen, da gab es Papyrus und vielleicht sogar Pergament, aber es gab auf keinen Fall diese gebundenen Bücher, wie wir sie kennen. Das kam erst viel, viel später. Und so sieht es mit vielen Dingen aus. So sieht es auch mit der Kleidung aus. So sieht es auch mit eben den Regeln der Gesellschaft aus. Ehebruch zum Beispiel. Also das, was ich hier aufgeschrieben habe, dass sie des Ehebruchs bezichtigt und ausgestoßen wird, das ist doch schon sehr ein mittelalterliches Konzept, was vielleicht mit Hexen zu tun hat, aber passt das wirklich zu der Welt, die ich hier beschreiben möchte? Das ist eine große Frage. Die zweite große Frage ist, wie kann ich die Geschichte erzählen von einer Frau, die sich mit magischen Fähigkeiten an ihren Peinigern rächt, wenn ihre Peiniger keine magischen Fähigkeiten haben? Und da komme ich zu dem Schluss, das geht gar nicht. Das heißt also, in irgendeiner Form müssen die Stiefschwestern sich magisch zur Wehr setzen können. Ja, also das wird dann ein sehr spannender Schlagabtausch sein. Kommen wir zu den Problemen. Das größte Problem, das ich in dieser Logline sehe, ist, wie kann ich denn so viele Figuren aufbauen, die später wieder als Dorfgemeinschaft dann auftauchen, beziehungsweise dann in der Stadt auftauchen als Gegner, in so einer kurzen Zeitspanne im Pilotfilm. Ich habe mir überlegt, es ähnlich wie bei Lost zu machen, dass man zwei parallele Handlungsstränge hat, einmal die Vergangenheit und einmal die Gegenwart und dass man dann immer wieder in die Dorfgemeinschaft in der Vergangenheit zurückkehrt und dann Parallelen aufzeigen kann. Das wäre zumindest eine Möglichkeit, um dieses Problem zu umgehen. Macht euch nichts draus, wenn ihr jetzt erstmal keine Lösung für eure Probleme erkennt. Es ist wichtig, die Probleme, die man findet, zu benennen. Und dann kann man auch Lösungen dafür finden. Das wird dann schon passieren. Da könnt ihr euch drauf verlassen. Zweites Problem, was ich noch sehe, ist, wie kann ich denn die Magie etablieren in dieser Welt als normal, bevor sie dann tatsächlich
auftaucht. Und da habe ich mir gedacht, ich kann ja eine Szene vor dem Finale nehmen und kann die dann an den Anfang als Teaser setzen, damit ich schon einen Vorgeschmack biete, was hier an Magie abgehen wird. Und dann muss ich das nicht am Anfang der Geschichte irgendwie zeigen, dass da schon Magie existiert. Jetzt haben wir noch zwei Dinge. Das eine ist, wie könnt ihr denn eine besondere Geschichte erzählen? Oder was wollt ihr tun, damit es zu einer besonderen Geschichte wird? Es soll ein deutscher Mythos sein. Und das heißt, es ist eine Allegorie auf das, was in Deutschland passiert. Und wenn man diese Parallelen ziehen möchte, dann kann man sie ziehen und man wird mehr Spaß dabei haben. Aber man muss es nicht ziehen. Und das ist auch das Schöne, finde ich, immer an Fantasy, dass man da Dinge drin erkennen kann, aber sie nicht erkennen muss, wenn man es nicht möchte. Und das Zweite, was ich noch euch mitgeben will, ist, wo möchtet ihr mit eurer Geschichte denn eigentlich hin? Und ich habe von Anfang an gesagt, ich habe sie auf Englisch angelegt, weil ich möchte auf den internationalen Markt. Ich bin nun mal Deutscher und ich habe die Beziehung zu Deutschland und es ist eine deutsche Geschichte, aber sie soll dem breiten Publikum zugänglich gemacht werden und nicht nur dem deutschen Publikum. Das war mir von Anfang an wichtig dabei. Wenn ihr das anders machen möchtet, dann tut es anders, aber steht auf jeden Fall dazu, dafür, wofür ihr euch entschieden habt. Das ist das Wichtigste. Ich hoffe, es hat euch was gebracht. Wenn ihr Fragen habt, dann schreibt es in die Kommentare, abonniert den Kanal, liked das Video und ja, schreibt einfach eure Geschichten weiter. Denkt immer dran, ihr seid nicht alleine da draußen.